in meinem Urlaub was erlebe, mich ausführen lasse. Theater, Kino, Sport, Nachtlokale mit einem netten Kavalier. Dies Jahr? Dies Jahr, da fahre ich wieder nach Wien. Da war ich vor 5 Jahren zuletzt. Sonst, da fahre ich als nach München oder Hamburg oder Berlin. Ja, ja, oder was denn? Und da finden Sie immer gleich einen Kavalier? Na, natürlich. Gleich am ersten Abend in einem Tanzlokal für die reifere Jugend. Und dann hänge ich mich voll mit meinem Schmuck. Auch falsche natürlich. Eine echte Dame trägt ja immer nur falsche Schmuck. Hm. Ein echter hat sie ja im Safe. Naja, und dann habe ich auch ganz bald einen am Bändel. Grafe, Barone, Erfinder und Professor. Kommen Sie, jetzt binden Sie uns aber mal keinen Bären auf. Hm? Also, Ehrenwort? Ja. Vor ich ja in Düsseldorf, da hatte ich sogar ein verarmter Großfürst. Kein echter natürlich. Heiratsschwindler. Oh, was? Nein. Ich mach grundsätzlich nur Bekanntschaften mit Heiratsschwindlern. Das ist ja ein Ding, ne? Ich bin nämlich einmal von einem neigelegt worden vor 30 Jahren. Und seitdem räche ich mich jedes Jahr an der ganzen Zunft. Man braucht doch bloß durchblicken zu lassen, dass man 6 Mietshäuser hat, nicht wisst, wie man sein Geld anlegen sollte. Ha, da springen die schon an. Naja, und dann mache ich alles genauso, vielmehr er macht alles genauso mit mir, wie der das damals mit mir gemacht hat. Aber sonst alles beim Alten und alles wie damals. Hm? Ach, die einzig wirklich höflichen Männer sind und bleibe eben doch die Heiratsschwindler. Ach so. Bestimmt. Ja. Also, dann lasse ich mich jeden Abend ausführen. Bezahle meine Sache natürlich selbst. Bin ja eine Dame. Ja, ja. Na, bis er es dann gar nicht mehr anders zulassen will. Ja, und dann unterhalten wir uns sehr bald Tag für Tag über das Projekt, was ich finanzieren soll. Mhm. Letztes Jahr habe ich einen Staudamm in Brasilien finanziert. Ja, und wenn ich dann genug habe, dann lasse ich den Kerl einfach sitzen. Abgründe über Abgründe. Ja, bild ihr, Manns, bild euch dann ein. Ihr könnt Schlitten mit mir fahren. Morgen. 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 Ah, Herr Direktor, also mir geht's gut. No, ich habe einen ganz, ganz wundervollen Urlaub gehabt. Es war ganz, ganz, ganz herrlich. Ja. Wie war das Wetter? Ach, ganz, ganz, ganz herrlich.